Frau, gratuliere Frankfurt. Ja, herzliche Gratulationen zu Frankfurt, die das bessere Team war in mindestens eineinhalb von den Spielen, die wir hier ausgeführt haben. Und trotzdem bin ich sehr stolz auf mein eigenes Team. Wir haben schwer gekämpft und es war sehr knapp am Ende. Ja, erstmal ein Riesenkompliment an beide Teams, an Malmö, genauso wie an meine Mannschaft. Sie haben es endlich geschafft, ihre Vorteile im Spiel, der Chancenausspielung in Tore umzumünzen. Man könnte natürlich als Trainer clever sein, könnte sich hinstellen und könnte sagen, wir wussten, dass Malmö nach 60, 65 Minuten dieses Tempo nicht mehr halten kann. Da haben wir im richtigen Moment das Tor gemacht. Und wir haben natürlich dann die Tore zum Schluss gemacht, wo Malmö nicht mehr nachlegen konnte. Das können wir so darstellen. So einfach ist es natürlich nicht. Sondern wir haben auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir ja nicht das glückliche Händchen beim Abschluss hatten. Die Chancen waren auch wieder da, zu überhastet, zu ungenau, nicht richtige Entscheidungen getroffen. Ich habe der Mannschaft auch zur Halbzeit gesagt, sie sollen manchmal ohne Gewalt schießen, sondern es reicht mal, die Inside hinzuhalten, um gegen die Laufrichtung der Torfrau zu schießen. Aber es ist natürlich von außen leichter gesagt, als wenn ich dann in der Situation bin. Und trotzdem hat die Mannschaft nie nachgelassen, hat auch in der zweiten Halbzeit druckvoll gespielt. Dieses Tor von der Kerstin Garfwegel, das war, als würde ein Felsbrocken von uns fallen, eine Last, dass wir kein Tor schießen können, das war dann da. Und letztendlich muss man auch sagen, haben alle die Aufgaben, die wir denen gestellt haben, auch erfüllt. Wenn man dann auch sieht, dass wir noch so ein glückliches Händchen haben mit der Anna-Maria Czergonowicz und mit der Silvana Scharnowski, die dann reinkommt und das Tor macht, und das macht uns natürlich umso glücklicher, die Kleine auch, weil es war ihr allererstes Pflichtspiel überhaupt für die erste Mannschaft. Und das ist ein Erfolg, jetzt nicht von uns, von jedem Einzelnen, sondern es ist ein Erfolg der Mannschaft, des Vereins. Wir wollten das, wir haben das erreicht. Das heißt aber nicht, dass wir uns ausruhen werden. Wir haben am Sonntag das nächste Spiel in der Bundesliga in Bad Neuenahr und da wollen wir natürlich an die gezeigte Leistung anknüpfen und diese beiden englischen Wochen mit einem Sieg abschließen. Vielleicht können wir uns da wieder ein Stück weit nach vorne arbeiten, den Punktabstand zu Platz 2 ein kleines bisschen verringern. Dieser Erfolg, der tut dem 1. FC Frankfurt gut. Herzlichen Dank an alle, die an uns glauben, die uns unterstützen, an das Trainerteam, die sich wahnsinnig viel Gedanken in den letzten Tagen gemacht haben und die sicherlich heute auch die richtigen Entscheidungen getroffen haben, zu unseren Gunsten, zu den Gunsten des 1. FC Frankfurt. Und Ihnen von Medienseite auch nochmal ein ganz großes Dankeschön für die umfangreiche Berichterstattung. 3.300 Zuschauer an einem Mittwochnachmittag um 15 Uhr, das finde ich persönlich eine Sensation, finde ich ganz toll. Der Frauenfußball in Frankfurt lebt auf hohem Niveau und genauso auch bei euch in Schweden. Ihr habt einen sehr professionellen Verein. Alles Gute für die Zukunft für beide Seiten und Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ciao.